Heute haben die Münchner Medientage begonnen und damit die Diskussionen auch über uns. Oh ja, wie soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk auf Krisen und vor allem auf die aktuelle Kritik nach dem RBB-Skandal reagieren? All diese Fragen und noch mehr kommen ab heute bei den Münchner Medientagen auf den Tisch. Und Antworten darauf liefern der Ministerpräsident, auch BR-Intendantin Wildermuth. Und auch von unerwarteter Seite kommt ein Ratschlag. Es gibt viel zu besprechen auf den Medientagen, die Zukunft der ARD etwa. Nach scharfer Kritik in den letzten Wochen erhält der öffentlich-rechtliche Rundfunk heute unerwartet Unterstützung. Er sei für die Meinungsvielfalt unverzichtbar, sagt auch die private Konkurrenz. Wir müssen daher alle ein Interesse daran haben, dass er zukunftsfit aufgestellt wird und damit relevant bleibt. Einen Vorschlag dazu macht der Bayerische Rundfunk selbst. Der Sender will schlanker produzieren, geplante Investitionen streichen und so 25 Millionen Euro sparen. Weniger ist mehr, sagt BR-Intendantin Wildermuth und meint auch den Verbund der Landesrundfunkanstalten. Wenn man auf die ARD schaut, dann müssen wir nach dem Motto handeln, es muss nicht mehr jeder alles machen. Das gilt für die Verwaltung, Reisekostenstellen, Materialbeschaffung. Das kann einer für alle machen. Und das gilt aber auch für überregionale Themen. Stichwort Heizkostentipps oder Hüft-OPs oder Royals. Auch hier brauchen wir Kompetenzzentren. Einer für alle und nicht mehr jeder alles. Was sagt Ministerpräsident Söder zu diesem Vorschlag? Ich finde gut, dass man darüber nachdenkt, Reformen zu machen. Es muss vor allem Transparenz in der Vergütung sein und Offenlegung dessen, was jeder verdient und vielleicht auch Begrenzungen. Und zum anderen ist wichtig, dass man natürlich überlegt, welche Aufgaben man zusammenlegen kann, ohne die Eigenständigkeit des Bayerischen Rundfunks zu verändern. Über den Fortbestand kleiner Sender wie etwa Radio Bremen könne man laut Söder aber durchaus nachdenken. Ein Dauerthema auf den Medientagen. Zum ersten Mal dagegen wird der Krieg in der Ukraine diskutiert. Wladimir Klitschko, der Bruder von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko, dankt Deutschland für die Unterstützung bisher. Ich bitte euch um das Ausdauer bei der Unterstützung. Wenn wir in Deutschland auf Demokratie achten, es kann Deutschland nicht gut gehen, wenn in der Ukraine Krieg herrscht. Für diesen Appell bekommt Klitschko auf dem Mediengipfel viel Beifall.